So, da sind wir wieder mit Dark Souls 3 im Ladebildschirm. Und ich habe gerade versucht, meine Ausrüstung zu wechseln und wurde dabei eiskalt zerlegt. Obwohl ich doch eigentlich nur hier suche ordentliches Zeugs. Das sieht so scheiße aus. Rüstungsset. So, dass wir ein bisschen Blitzschaden entgehen können. Warte mal. Vielleicht auch noch ein anderes Schild. Das ein bisschen auf Blitzabwehr hat. Hier, das hat Blitzabwehr ganz gut. Das hat eine sehr gute Blitzabwehr. So, soll rankommen, der Junge. Ach, so eine Geschichte ist es hier also. Ach, wisst ihr was? Dann gehe ich einfach. Dann gucken wir uns hier mal um. Das ist nicht Anor-Londe, oder? Doch, das sieht halt echt so aus. Ah, ein Kampf. Okay. Wir haben es einfach nur woanders hin teleportiert. Und sie haben die großen Wächter gefeuert. Was ist da los? Was ist. Hä? Das muss doch einen Beweggrund haben, oder? Komme ich hier durch? Nein. Komme ich vielleicht durch einen der Seiteneingänge weiter? Ah ja, das sieht gut aus. Okay, aber unser Schmied ist da. Kohle des Riesen. Das stimmt auch. Sind wohl umgezogen mit dem ganzen Schloss. Vor einiger Zeit. Lustigerweise sind hier auch Silberritter und keine Schwarzritter. Und Zappeduschta ist es auch. Aber wir haben ja Gott sei Dank eine Fackel dabei. Immerhin das Loch. Oh, Geschoss voraus. Immerhin haben sie das Fenster repariert. Uiuiui. Alter! Der kann was. Eieiei. Oh ja! Oh ja! Nicht alle auf einmal, bitte. Huh! I didn't expect you!
Backstabbing ist nicht schlecht. Ausdenken. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Das überlebt er auch noch. Immerhin, sie schießen nichts. Robert, das alte Teufelstar. Das ist einfach zu viel. Aha. Auch noch was. Es gibt gar keine Menschlichkeit, was mich ein bisschen irritiert. Oh. Ich weiß auch nicht mehr so recht, was damit anzufangen. Weil, wie man sieht, Feuer ist gegen die nicht schlecht. Drei Schläge und... Uiuiui. Noch fleißig jemand Feuer. Oh, da machen einige fleißig Feuer. Oh. Dann gehen wir da wieder. So sind das so viele. Dabei sage ich euch doch immer, Leute, weniger Gegner, dafür ordentliche. Und nicht immer einfach hier so ein Wust aus Gegner. Wollen wir uns den mal vorknüpfen? 6000, ja komm. Knöpfen wir uns den doch nicht. Oh. He's on my way. Back home. Wen haben wir hier? Götterfresser. Oh, come on! Nicht euer Ernst! Was sind das für Endgegner? Und so kurz hintereinander? Nee. Hör mir auf! Guckt euch das an, jetzt sehe ich das hier noch mal im Stream, der übrigens mal läuft. Ha, nein! Mach mich halt ganz kaputt. Was soll denn das? Dabei habe ich mich jetzt gedacht, hier Anno Londo, coole Sache. Und dann sowas. Ich meine, der Weg hin ist nicht das Problem. Auch wenn er sehr, sehr weit ist, muss ich sagen. Aber what the fuck ist das für ein Endgegner? Naja, ich hab's versucht. Das Frustlevel steigt mal wieder. Ich bin
unzufrieden wie Sau. Dann laufen wir halt den langen Weg drumherum. Das ist aber voll ätzend. Am besten ist, wahrscheinlich kann ich durch diese Attacken noch nicht immer durchhuschen. Wir haben einen Ring. Ich bin dafür anziehen. Scheiß auf Feuer. Wir brauchen den hier. Unbesiegbarkeit. Das brauchen wir. Ich fühle mich verfolgt. Ich finde es ein bisschen ungeil. Ich dachte, wir kommen hier tatsächlich nach so in das Anor Londo, was man kennt. Also ich meine, ja, den Raum kennt man halt. Aber ich dachte halt, es hängt irgendwie miteinander zusammen mit Dark Souls 1. Und das tut es ja leider nicht. Was habe ich schon zu verlieren? So, neue. Scheiß. So ein Scheißkampf. Bisschen unfair, findet ihr nicht? Ja, ich find's cool. Einfach immer zu zweit auf ein. Mit. Alter, das sind Gegner aus der Hölle. Das sind echt Gegner aus der Hölle.
Das ist nicht mehr schön. Ich habe vor allem so das Gefühl, mittlerweile kriegt man die nicht mehr besiegt. Vielleicht ein einzelner kriegst du besiegt. Aber mittlerweile ist es ja einfach nur. Ich trete dir so lange in die Fresse, bis du Püree bist. Ist doch echt nicht mehr cool. Man guckt euch die Range an. Weil ich kann auch nicht immer gegen einen kämpfen. Jetzt kommt noch einer. Das macht keinen Spaß, so mit euch zu spielen. Macht echt keinen Spaß. Ich glaube, ich gehe einfach aus dem Gebiet. Sag einfach, fickt euch. Das ist auch echt nicht mehr schön. Hey. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass alles nur noch wie Bloodborne. Da war es auch irgendwann einfach nur noch Gegner auf Gegner auf Gegner. Und einfach nur, ich hau euch so lange in die Fresse, bis ihr auch keinen Bock mehr habt. Sucht einen anderen Gegner. Macht ja doch keinen Sinn. Vielleicht ist der einfacher. Ich meine, wir sind mittlerweile Level 60. Und dennoch kriegen wir so hart auf den Arsch. Was sagt ihr denn dazu im Chat? Wenn ihr überhaupt was sagt. Man fühlt sich halt auch nie, dass man mal besser wird. Also ich fühle mich auf jeden Fall nicht so. Lass die doch mal fallen. So. Hast du mir noch was zu sagen? What is wrong? Are you not a Lord Seeker? Is this not? What on earth? Burn, motherfucker. My dear prince. Fängt alles Feuer. Aber ich dachte mir halt, bieten wir euch doch mal was. Lass mich raten, noch ein Endgegner mit unendlich viel Ausdauer.
Ja, da gleich klatscht es, aber kein Beifall. Das habt ihr schon richtig. Das versuchen wir jetzt noch 8 Minuten. Und dann gehe ich weinend ins Bett. Leute, ich habe keine Seele. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz der Gegner, oder? Mann, ich will die Rüstung. Kann es sein, dass dieser Gegner mich verarschen will? Was soll ich denn für einen Lebensbalken haben, damit ich einen Schlag von dem aushalt? So ein oder was? Das ist doch unmöglich. Das ist doch unmöglich. Nehmen wir dieses Schwert hier. Ich will mal gucken, was das kann. Ob es was kann. Es ist einfach ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Dafür bin ich einfach zu schlecht. Einfach ein zu schlechter Spieler dafür. Und ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein.
will nicht. Ja, endlich. Ich glaube, die Stulpen habe ich noch nicht, oder? Ach. Die Beine habe ich die. Das sieht scheiße aus. Na komm. So, letzter Versuch, aber nicht mit dem Schwert, sondern mit dem ordentlichen Schwert. Dem Ding hier. So. Lass uns doch einmal schön den Arsch aufreiben hier, ne? Ist das eine Bitch? Das ist eine Bitch. Wir halten lange aus. So, die Zeit ist auch abgelaufen. So, das war's. Jetzt hat er uns gegriffen. Das ist natürlich ein Instant-Kill. So wie alles bei diesem Gegner. Wir haben ihn zu einem 5 wieder runtergehauen. Das heißt, wenn ich noch 5 weitere Leute hätte, hätten wir das vielleicht geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's vom Stream. War wie immer nicht sehr erfolgreich. Schön, dass ihr zugeschaut habt, ihr zwei. In diesem Sinne, bis dahin. Und bis auf dann. Können wir alles auf